herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Outlast 2 und wir sitzen in einer Pattsituation. In der letzten Folge haben wir den Anuslecker kennengelernt und er ist so einer, der hat eine sehr geschmeidige lange Zunge und mit dieser Zunge versucht er richtig jemanden den Anus zu säubern. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Der will mich einfach nur noch... Der will mich jagen. Ah, scheiße. Ah, das kann ich doch. Und, wir müssen uns jetzt irgendwie hier herausfinden. Wie? Keine Ahnung. Wir müssen hier einfach raus. Wir müssen hier raus. Und ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht... Ja, leg mich am Arsch. Verdammtes Stück Scheiße. Nein, da kommt er. Siehst du, da ist er. Okay. Da brauche ich nicht hinzulaufen. Das macht keinen Sinn. Wir versuchen es mit einer anderen Methode. Ich werde diesen Weg nochmal gehen und es gibt da so eine Art Splinte. Und ich hoffe, dass ich mich in diesen Splinten mich verstecken kann. Ja. Okay. Ach ja, ist alles zu. Okay, und links, weil rechts ist das Monster, rechts ist auch wieder das Monster und rechts ist auch wieder das Monster. Rechts oder hinter mir ist jetzt auch das Monster und ich... Tatsache. Kann mich verstecken. What the... Leute, wenn ihr das sehen könnt, ich habe Gänsepelle. Ich finde das sowas von creepy. Ehrlich. Ich finde das sowas von creepy. Diese Zeitsprünge. Wahnsinn. Gut. Jetzt ein bisschen mehr zu lesen. Weil ich jetzt gerade so gut drauf bin, werde ich das einfach mal machen. Lacht. Nichts ist elendiger, als sich selbst zu bemitleiden und ich vertraue dir. Dich einer derartigen Weibersünde nicht schuldig zu machen. Wenn die Jünger, die ich dir anvertraute, Hunger, Schmerz und Angst erfahren, so ist dies eine Notwendigkeit ihrer fleischlichen Sünden und der Willen des Herrn. Ich schicke euch Speis und Wein, wie der Herr es will und nicht mehr als das. In Version sah ich die Plage wachsen und unser Leiden bekam so groß, dass keiner unter uns es mehr erleiden konnte. Freue dich also, finde Trost darin. Das, was wir am Höhepunkt unserer Leiden sind und bald in das ewige Paradies ziehen werden. Ja, werden. Kannst du dein Volk nicht mit deiner Zunge führen? So nutze die Fäuste deines Trägers. Echt jetzt? Wieso? Sowas will ich zum ersten Mal. Wie soll man ein Volk mit einer Zunge führen? Ich weiß, was die damit meinen. Das ist der Anuslecker. Ja, aber trotzdem. Papa liebt dich. Gott wird dich erlösen, Knus. PS, anbei eine Bett... warte. PS, anbei ein Beutel gesalzenes Grillen. Die Nick so liebt. Lass sie bitte zukommen und sage ihm, dass sie ein Geschenk von mir sind. Leck dich am Arsch. Das ist der hässliche Knus. Ja, wollte ich einfach mal gesagt haben. Den hat man schon mal gehabt. Gesehen, wie er skrupellos eine Frau gestreckt hat in der Kirche. Ich fand das ziemlich heftig, muss ich sagen. Ah! Okay. Shit. Wer kommt da, ja? Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Hören tue ich nicht.
Erstmal abschließend. Keine Ahnung, ich muss mich erstmal hier umschauen. Aha, da ist ein Fenster, da kann man raus. Da ist Licht. Da darf ich nicht gucken. Ah! Verdammt. Scheiße, 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 scheiße. Oh, fuck. Ist das ein Kind? Ist ein Weibstück. Scheiße, ey. Jetzt verfolgt er mich auch noch wahrscheinlich. Aber ich hab der Kamera. Nein, ist schön. Eine Kamera zu haben. Hier ist eine Hütte. Eine verlassene Hütte. Schon mal sehr schön. Aber. Reinkommen wir absolut nicht. Ich laufe immer gerne von rechts nach links. Ich weiß nicht warum. Okay, hier kann man rein. Zumachen. Auf jeden Fall. Ha! Hurensohn! Scheiße, 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 scheiße. Nein! Ich hätte nicht aus dem Fenster gucken sollen. Aber ich bin immer so ein Perfektionist. Schließ lieber alles. Und dann geht der... Ich dachte, man kann den von der Seite so... So von der Seite aus. Warte, ich kann das nicht in der Kamera so zeigen. So von der Seite aus. Dicht machen. Was sind wir denn jetzt? Okay. Denselben Mist. Also nochmal. Okay. Den machen wir zu. Nein! Okay, diesmal gehen wir mal kurz links, um zu gucken, vielleicht, ob wir hier was verpasst haben. Doch nicht. Scheiße. Okay, erstmal zugemacht. Wir müssen da durch. Scheiße, 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 scheiße. Das ist ein Bett. Das war so gut. So gut. Ich sagte, ja komm, da ist ein Bett. Versteckst dich mal. Ja, Arsch lecken ist. Okay, aber es hat sich gezeigt, dass nach rechts hin noch die bessere Möglichkeit ist. Ja. Wir wissen es jetzt. Scheiße. Mach das Ding zu. Wir holen die Batterie, weil wir die brauchen wahrscheinlich.
So sieht zu. Ah, das ist gleich das Häuschen. Scheiße! Machst du das wohl wieder zu? Kommt der jetzt eigentlich? Ja, der kommt. Kommt. Ich weiß nur nicht, ob wir uns jetzt trauen, nochmal weiter rauszugehen. Ich bin ein bisschen schockiert, weil ich echt nicht weiß, wie wir... Ist da. Auf jeden Fall. Das ist irgendwo hier. Hinter der Wand auf jeden Fall. Da ist er. Also, links seht ihr, für die Leute, die jetzt zum ersten Mal Outlast gucken, links habe ich jetzt zum Beispiel den Sound angemacht. Für den Ton, dass man den hört. Wo er genau steckt. Wo ist Evo? Der ist drin. Der ist definitiv drin. Ich mag jetzt nicht rausgehen. Dass er mich hört. Das Stück Scheiße. Aber ich kann mal so eben kurz gucken, was hier. Was ist klasse, ich bin gefangen. Jetzt nicht. Wo ist er hin? Wir gehen da hinten raus. Dann laufen wir schnell weg. Jetzt, wo der abgelenkt ist. Scheiße, 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 es ist so spannend. Oh mein Gott. Da ist er. Scheiße, Mann. Ha! Wie so ein Stacheldraht. Wir wissen, wo es hingeht.
Hier waren wir doch drin. Da geht's lang. Na komm schon! Beweg deinen Arsch! Emma Slime, das ist schon mal richtig. Wie spannend, Alter. Wie spannend. Mein Gott. Das kann ein bisschen ausschnaufen. Also ich fand das jetzt gerade richtig, richtig gruselig. Ich hoffe, der kommt nicht wieder. Widerlich. So, da sollst du doch nicht lang. Was passiert jetzt? Tod? Tod. Tod! Scheiße. So, aber ach Gott sei Dank. Er hat abgespeichert. Ist ganz schön mutig, bei so einem Baum da eben mal rüber zu gehen, ehrlich gesagt. Weil die sind ja meistens... Autsch. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich! Du Tripper! Muss ich da hochgehen? Ich bin ja überhaupt nicht verletzt. Nein! Macht er jetzt? Willst du da hochgehen oder nicht? Wieso ist der eigentlich so schnell? Ah! Hackt der... Hackt der auf mich rein? Ist das Kacke oder was? Wieso nimmst du einfach nicht kein Messer mit? Voll in die Ex. We have you. It's okay. We have you. The gospel isn't done yet. You will report your own resurrection. You will complete your gospel. Yes. Yes. We return him to the way of sorrows. He's so much waiting. Bitte lass es endlich mal vorbei sein. Don't, please, don't, please, don't, please. Scheiße. Lebendig begraben auch noch. Mann. Sieh wie Feuer. Ich bin in Panik geraten. Ah!
bin raus. Ich bin draußen. Wir nehmen erstmal alles mit. Wo war denn mein Grab hier? Da. Ja gut, richtig zugemacht hat das ja nicht. Aber Glück gehabt, wa? Hallo. Schön. Survival. Sind wir hier raus? So. Boah, wie heißt denn dieser eine Film nochmal? Wo man, ja, es gibt so einen Film, der wurde ja auch lebendig begraben. Das war auch ziemlich nice. Echt geil, verfilmt worden. Was? Was ist das denn? Hat er mich gerade gebissen? Zombies, Alter. Mann, lass mich doch. Ey, diese Zwitterfamilie, wer kreucht denn da so rum? Ein Ossi. Nein, mit Sicherheit nicht. Was ist das denn? Na gut, dann gehe ich da jetzt nicht lang. Hab ich keinen Bock mehr. Ne, dann laufe ich jetzt nicht mehr lang. Halt, stopp! Halt! Ich muss nochmal zurück. Halt, stopp! Das bleibt so, wie es ist. Brauch ein paar Batterien. Und jetzt hauen wir irgendwie ab. Von links nach rechts. Dann. Uhrzeigersinn. Das ist ein Licht. Das ist mein Licht. Wahrscheinlich. Verstehe ich aber nicht. Ach krass. Der hat mich aber nicht weit weggekarrt. Ich bin ja auch ziemlich schwer. Ich bin bestimmt so ein Mann mit 140 Kilo. Wie er sich manchmal bewegt. Ah! Da ist er wieder. Hau ab! Was sind das für Viecher? Das ist doch nicht normal. Das ist nicht normal, ey. Oh, da gibt es noch eine Taschenlampe. Mit einer Batterie. Nice. Mittlerweile habe ich wieder einen guten Batterievorrat. Oh Gott. Das werde ich mal nicht vorlesen, aber ich werde mal kurz für euch. Wie geht denn das jetzt? So, ich werde mal für euch ein bisschen zoomen und dann könnt ihr ja stoppen. Und das selber für euch mal durchlesen. So, das ist mal 1. Und das ist, warte, hier war ich. Entschuldigung. Da und so. So, viel Spaß dabei. Ich schaue es mir auf jeden Fall später mal an. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Sonst, ach du Scheiße. Oh Mann! Und wisst ihr was? Ich grill hier ein bisschen Fisch. Und ein bisschen Dosen. Futter. Ich camp hier ein bisschen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und ja, hier mache ich mich ein bisschen gemütlich. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.